Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Madden NFL 15. Ja, und es nähert sich langsam aber sicher dem Ende der Season zu. Das müsste jetzt Spiel Nummer, lasst mich kurz überlegen, 12, 13 sein, irgendwas so in die Richtung. Und ja, wir spielen gegen die Indianapolis Colts. Und zwar spielen wir, wenn ich richtig gesehen habe, zu Hause. Das letzte Spiel, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber das letzte Spiel war gut, würde ich sagen. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut es euch an. So, und es geht hier gleich direkt los. Erster Versuch, gut, eigene 20-Yard-Linie, das ist jetzt Standard, möchte ich sagen. Und ich habe jetzt brav ganz viele Trainingseinheiten nochmal gemacht, um, weiß ich nicht, als Quarterback einfach noch besser zu werden. Und, ja, vielleicht habe ich das ein oder andere daraus noch genommen. Ich hoffe doch. Das werden wir es im Laufe der nächsten Spiele sehen, denn, ja, ganz klar, mein Ziel ist es, den Denver Broncos, bevor ich gehe, hier noch den Pokal zu holen. Beziehungsweise, ne, ihr wisst schon, den Super Bowl. Ich kam gerade nicht drauf, sorry. Oh, 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 schön getackelt, aber nein, kam er nicht durch. Minus 3 Yards, Halleluja, okay. Kein Problem, alles gut, alles gut. HP Slipscreen, gut, wenn du sagst, dann mache ich das. Schauen wir mal, welcher der Spieler frei ist. Claptree sieht gut aus. Thomas, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Und da kommt der Sack, ey, Karamba, haben wir hier. Boah, was ist denn das für ein Tier, Jones? Hallo, bist mein Bruder oder was? Halleluja, ey, hat der. Der hat aber ganz schön, ne? Ihr wisst schon. Auf den Hüften. Curflet. 26 Yards, ja. Mit was soll ich denn bitte schon 26 Yards laufen, Freunde? Obwohl, das sah eben gerade gar nicht dumm aus. Deep Attack. Versuchen wir es. Vielleicht haben wir ja Glück und, ja. Der Safety ist nämlich nur auf einer Seite. Und vielleicht. Ja, das klappt nicht. Ich kam einfach nicht zum Werfen. Hier, Haus mit dem Zack. 34 Yards, Leute. Also, Halleluja. Ja, da ist ganz klar. Ne? Also, da sind die Colts einfach viel zu schnell durchgekommen. Ich hatte nicht die Zeit, die ich gebraucht habe hier für einen Pass. Und ja, das Ergebnis war ein Sack. Mir wurde ja gesagt, dass ich irgendwie mit einer Taste den Ball fallen lassen kann und sozusagen daraus eine Incomplete machen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, welche es ist. Also, solltet ihr das wissen, könnt ihr mir das gerne sagen. Schreibt es mir unten in die Kommentare und auch sonst natürlich, fühlt euch frei, mir zu schreiben. Ich gebe mir alle Mühe, um euch zu antworten. Bis jetzt habe ich es auch immer gut hingekriegt, von daher, wie gesagt. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anregungen, Verbesserungen, was auch immer, schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Oh, das wäre fast eine Interception geworden. Das war ja schon wieder richtig blöd, war das ja schon wieder. Meine Güte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich gerade wirklich wieder schwer gegen die Colts. Aber ich glaube, das liegt gar nicht so an mir, sondern einfach nur wirklich an der Mannschaft. Also an den Colts. Das ist, ist schwierig gerade. So, das erste Viertel schon wieder vorbei, so schnell kann es gehen. Ich bin am überlegen, ob ich für die Zukunft etwas längere Videos mache. Ich weiß es noch nicht, Freunde, lasst euch überraschen. Sehr schöner Pass hier. Kein Problem, hier das First Down zu holen von der Nummer 85. Frag mich jetzt aber nicht, wer das ist. Claptree? Könnte Claptree sein, ne? Ja, genau. Es ist Claptree. Oder Crabtree? Ich bin mir gerade nicht sicher. Crab, Clap. Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Ich weiß es nicht. Crabtree, okay. Und die Lücke wunderschön auf Sanders. Und der holt hier den nächsten First Down. Und damit 43 Yards aus drei Würfen. Vier Versuche, sprich drei Viertel complete. 75%. Ich denke, das ist eine vernünftige Statistik
finde ich persönlich. So, sollte Sanders bzw. nein, Quatsch, sollte Douglas und Thomas nicht frei sein, habe ich R1 als Alternative. Und ich mach's. R1. Und er kann den Ball nicht halten. Er fängt den Ball nicht. So ein Ärger. Ey, mein Freund, du versaust mir meine Statistik. Was soll denn das? Ah ja, es ist... Die Hände zu schnell geschlossen. Da war dann kein Platz mehr für den Ball. Aber mein Gott, boah, du kannst eben laufen. Manche können fangen. Kein Problem hier, mein Freund. Kein Problem. So, Douglas hat eine sehr interessante Route. Aber auch... Ja, Thomas, aber der lässt sich gerade so ein bisschen zurückdrängen. Haben wir hier überhaupt Yards gewonnen? Ja, 4 Stück an der Zahl. Also es ist nicht so dolle, Freunde. Ist nicht ganz so dolle. Aber immerhin, Pass war complete. Das ist mir wichtig. Oh, die... Ach Gott, Leute, Freunde, was machen wir denn hier? Schon wieder hier. Also, sie sind auf einen... 61 Yards, das schafft er nicht. Sie sind auf einen Field Goal vorbereitet. Leider Gottes, Konzept, Smash, Outside Zone, Comeback, Power. Ja, Freunde, bringt alles nichts. Huch. Wir machen den Punt. Ich bin ja so ein Risikofreudiger, aber jetzt nicht zum Ende der Saison, denn das muss nicht sein. Da ist jeder Punkt wichtig und von daher... Ist das jetzt ein Foul oder ich weiß gar nicht, wie das, wenn wir den Punt fangen bzw. kriegen, ich weiß es nicht. Oh, sieht nicht gut aus, okay. Die Colts hier mit dem Touchdown. Es sind noch knapp 41, nein, es sind nicht knapp, es sind genau 41 Sekunden zu spielen. Ah, das war wieder sehr, sehr, sehr risikofreudig. No huddle, komm. Bronco Curl. Ah, ich hab doch schon gedrückt. Ah. Und die Colts hier mit dem Timeout. HP Power Zero. Komm, Ball, zeig mal, dass du Eier hast. Ich will jetzt einen Touchdown sehen, mein Freund. So, Letterman geht nach rechts. Sehr schön. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Sehr schön hier. No huddle. Komm. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Komm, komm, komm. Ah, die Interception. So ein Dreck. So ein verdammter Dreck. Das gibt's doch nicht hier. Drummond. War aber auch eigentlich zu erwarten. Aber gut, es war Halbzeit, deswegen habe ich es halt riskiert. Und der nächste Touchdown in Indianapolis führt hier mit 17:0. Das sieht gerade nicht gut aus für unsere Jungs. Kriegen hier nicht wirklich was hin. Wir müssen jetzt auf den da, wo das C steht, auf den müssen wir achten. Geht er nach hinten, spiele ich auf Thomas. Geht er nach vorne, spiele ich zu Crabtree. Wir sehen gleich. Und es ist Crabtree, aber oh, da hat er sich schön vorgestellt, die Nummer 25. Und hier den Pass abgefangen. Und ja, es werden immer mehr Completes. Das ist nicht gut. Hier sehen wir nochmal den Sack. Zack. Plupp. Da fällt er um wie ein nasser Sack. Ja, da kann ich nichts machen. Da muss ich mich irgendwie auf meine Guards verlassen. Wir sind noch bei 10 Yards. Hier versuchen wir es mal damit. Schwierig. Ah, Leute, wie schnell kommen die da durch? Das darf doch wohl nicht wahr sein, Freunde. Ihr, eure Aufgabe hier, mir den vom Hals zu halten. Wir müssen aufpassen. Gesackt werden dürfen wir gleich auf jeden Fall nicht, weil wenn wir nach hinten gehen, dann besteht die Chance auf einen Safety. Und wir werfen den Ball weit. Ah, schade. Ja, nee, das war's. Ich glaube, mit dem Spiel hier kriegen wir auch nichts mehr gebacken. Andrew Luck, ey. Einer meiner Lieblingsquarterbacks. Habe ich auch bei NFL Fantasy. Oder Dynasty. Nee, Fantasy Dynasty, glaube ich. Ja, genau. So heißt das. Da habe ich mir den Typ geschnappt. Finde ich echt cool, den Typen. Ich
weiß gar nicht so genau warum. Ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen und das, was ich gesehen habe, das hat mir richtig gut gefallen. So seine Spielart. Genauso halt wie Breeze, dieses, das auch gerne mal läuft. Oder halt Kaepernick von den 49ers. Ist ja nun mal meine Mannschaft. Auch wenn es momentan nicht so gut läuft. Denn wir haben ja gegen die Bears verloren. Aber ich denke, 1-1 nach zwei Spielen geht in Ordnung. Und hier nochmal, um auf das Spiel hier zurückzukommen, noch einen Field Goal. Also wir kriegen hier gerade eine ordentliche Klatsche. Ah, komm, Alter, was mit? Na, komm, na gut. Alles klar, Freunde. 50%, 60 Yards, 63. Ist nicht besonders. Der Pass, der sollte da übrigens auch gerade überhaupt nicht hingehen. Wir hätten hier einen Field Goal kriegen können, aber das hat mir der Typ so ein bisschen versaut. Aber immerhin hat er ihn danach festgehalten. Komm, Ball! 2 Minutes Warning. Okay. Third and one. Dritter Versuch und eins. Slot under. Hier mit den Optionszügen. Claptree. Es könnte klappen. Claptree, wenn der da vorbeikommt, das wäre doch der absolute Oberhammer. Schnell geworfen. Um möglichst viele Yards gut zu machen, aber ne, 1 Minute 50, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr drüber reden. Dass das Ding hier gegessen ist. Aber immerhin, wie gesagt, möchte ich hier doch wenigstens noch einen Touchdown erzielen. Na, Safety, kein Safety hinten? Leute, das wird gefährlich jetzt für euch. Spot Option. Okay, schauen wir mal, was für Optionen wir hier haben. Schön gemacht, schöner Pass. Complete hier. Wir nehmen unser zweites Timeout. Um die Zeit anzuhalten. Na, wie gesagt, wenigstens einen wollen wir doch haben, oder? Vielleicht wird es auch mal wieder Zeit, selber zu laufen. Schauen wir mal. Schön im Lauf geworfen. Macht man ja eigentlich nicht. Entweder läuft man ganz oder ja, man bleibt in seiner Pocket. Sprich, der Bereich hinter unserer Guard. Oh, schöner Pass hier auf Crabtree. Da holen wir doch ordentlich noch mal ein paar Yards raus hier für unseren Spieler Jeremy Jones. Und das könnte hier vielleicht sogar der Touchdown werden. Mal sehen. Crabtree und nein, er hält ihn nicht fest. So ein Mist, aber auch. Freunde, war das knapp. Halleluja. Puh, Deep Attack. Naja, eigentlich schwachsinnig, oder? War vielleicht jetzt nicht das Beste. Aber zweiter Versuch und der Interception. Freunde, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein hier. Meine Güte. Ja, das war's mit dem Spiel. Hat sich erledigt. 20-0 verloren, Freunde. Das trauriger Tag hier. Manning schüttelt auch nur mit dem Kopf. Ich hätte das besser gemacht, hätte er jetzt bestimmt gesagt. Ja, vielleicht, Manning, aber du bist nur Second Quarterback und das normalerweise auch aus gutem Grund. Haben wir zum Beispiel im letzten Spiel gesehen. Dieses Spiel, ja, konnte ich es eher weniger zeigen, gebe ich zu. Ich hatte echte Probleme mit den Colts. 52-6, das ist traurig, meine Freunde, also. Ja gut, mal gewinnt man, mal verliert man. Heute haben wir verloren. Morgen hoffe ich doch, gewinnen wir wieder. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts zu sagen, außer bis dahin, macht's gut. Ciao.